was denken die meisten, wenn sie Husky, Leitwolf oder Schneekatze hören? Die wenigsten wahrscheinlich an ein 500 PS starkes und 14 Tonnen schweres Gefährt, dessen Einsatz dann kommt, wenn für die meisten der Tag zu Ende geht. Dann fängt die Arbeit für Wolfgang Berhard und sein Team erst an. Sie sorgen Nacht für Nacht für perfekte Pistenverhältnisse und das mit motorisierter Unterstützung. Die Planeihoch-Wurzenbahnen verfügen über 27 Pistenmaschinen, von ganz klein bis ganz groß. Wir haben 10 Käsebohrer und der Rest ist von der Firma Brünot. Also eine riesengroße Flotte. Wenn wir zusammengerechnet sind, ist es ungefähr 325 Tonnen, die hier auf unseren Pisten unterwegs sind. Meine persönliche Maschine ist ein Brünot Leitwolf Winde, neueste Generation, 2021er Baujahr, hat 530 PS und hat jeden Schnickschnack drin, was man braucht. Die Arbeit bei Nacht mit wenig Schlaf und bei jedem Wind und Wetter verlangt den Fahrern einiges ab. Und so muss man vor allem die Leidenschaft für diesen Beruf mit sich bringen. Es ist in meiner Zeit, seit ich jetzt da bin, sind wir halt schon draufgekommen, dass nicht oft der Baggerfahrer der beste Gerätfahrer ist. Es gibt da einen Koch, der was gut fährt oder auch einen Tischler. Es kommt einfach, er muss die persönliche Einstellung mitbringen. Dann funktioniert es auch. Lernen tust du immer, jedes Jahr ist wieder irgendwas neu, weil ja der Schnee wieder unterschrieben wird. Und durch das ist das immer eine neue Herausforderung, weil ich muss sogar neu lernen. Was man als Pistengerätfahrer auf jeden Fall besitzen sollte, sind Nerven aus Stahl. Die steilsten Pistenabschnitte mit bis zu 65% Gefälle verlangen aber auch der Maschine einiges ab. Und so bedient man sich einer zusätzlichen Sicherung mittels Seilwinde. Mittlerweile hängen wir eigentlich fast überall, wo es Schubarbeiten sind. Das sind ja 1200 Meter Seil um. Und ab einer gewissen Stundenanzahl wird das Seil natürlich auch ein bisschen dünner und ein bisschen brüchiger. Und dann kann auch passieren, wenn du natürlich mit voller Zugkraft arbeitest, dass es einen Brenner macht und dann das Seil auch reißt. Das kann passieren. Aber wir sind durch das, dass wir schon so lange fahren, sind wir auf die Seil geschult. Naja, geht es halt einmal ein bisschen dahin und dann muss man halt reagieren, aber das funktioniert. Bei Schichtbeginn bespricht man die bestehenden Witterungsverhältnisse genau durch. In so einer Nacht wie dieser kommt einiges an Neuschnee zusammen. Und dieser verhält sich ganz anders als der darunterliegende Kunstschnee. Der Kunstschnee hat natürlich sehr viele Eigenschaften, weil einmal ist er grob, dann ist er wieder feiner, nachher ist er nass, dann ist er trocken. Und die ganze Mischkulanz, die muss man natürlich schauen, dass man ein gleichmäßiges Pistenbild zusammenbringt, dass ja die Pisten den ganzen Tag fast gleich ist. Ein bisschen Abrieb hat man natürlich immer. Und das ist mein Naturschnee nicht, der kommt oben, so wie heute, ist oben kalt, also ist er trocken und ein Flaum. Und umso weiter, dass man in die Talnähe kommt, ist er feuchter. Und das ist natürlich vom Präparieren her auch schwieriger, weil ja, da schiebt er noch mehr und es geht auch zacher und oben stapft es beim Fahren. Die Spuren eines Skitages sind auf den Pisten deutlich zu erkennen. Um ein ebenmäßiges Profil hinzubekommen, bedient man sich moderner Hilfsmittel. Die Schneemesserei funktioniert eigentlich so, dass im Sommer ein Geländemodell gemacht wird, Laserscan-Daten, Hubschrauber oder mit der Drohne. Dann wird das Modell in eine Datei eingeklickt und dann können wir, sobald wir das Kastel einschalten über die Satelliten, den Unterschied von der Raupen zu der Erde. Und das ist der Schnee nachher. Also wissen wir genau, ob da 10 cm sind oder ein halber Meter oder ein Meter. Und das hilft uns natürlich irrsinnig bei der Präparierung, auch vor allem am Anfang von der Saison, weil wir ja eigentlich immer so sehr Frühstarter sind. Dann können wir eigentlich mit sehr wenig Schnee die Pisten schon auf Vordermann bringen. Und das hilft natürlich irrsinnig. Und im Frühjahr beim Ausschirmen natürlich auch, weil die Bauern, was die Grundstücke kehren, natürlich wollen, dass der Schnee da nicht weit weg ist. Dann können wir es gleichmäßig und auseinanderschirmen und dann passt das. Moderne Technik und Perfektion braucht aber auch einiges an Treibstoff. Ja, insgesamt braucht so ein Pistengerät in der Stunde ca. 20 bis 25 Liter. Durchschnittlich sind die Pistengeräte so über eine Skisaison ungefähr 1000 Stunden unterwegs. Das heißt, es kommt schon ganz schön was an Energienutzung auch zusammen. Braucht man auch nicht hinter Berg halten, da reden wir doch von ca. 20.000 Liter, die wir pro Saison pro Pistengerät benötigen. Leistung und Wirtschaftlichkeit müssen Hand in Hand gehen. Man versucht aber stets, neue Lösungen zu finden.
Tatsache ist, wir sind mit der, zum Beispiel mit Brinode, einem dem größten Pistengeräthersteller in Europa, auch schon in Kontakt, was zum Beispiel die Nutzung von Wasserstoff betrifft, was möglicherweise auch den Einsatz von E-Fuel möglich macht. Da sind wir eigentlich seit der ersten Stunde mit dabei. Natürlich auch das Thema Elektro spielt eine Rolle, aber das Ziel ist ganz klar, vor allem den Dieselverbrauch bei den Pistengeräten zu minimieren. Wenn man die ersten Schwünge auf einer perfekten Piste zieht, ist einem oft gar nicht bewusst, welche Maschinerie dahinter steckt und was die Stunden davor alles geleistet wurde. Umso mehr freut es die Mitarbeiter, wenn der Gast zufrieden ist. Und da haben wir eigentlich wirklich oftmals ganz, ganz tolle, sage ich mal, Reaktionen von Skigästen. Und wenn das Dankeschön schon in der Früh reinkommt auf meinem Schreibtisch, habt ihr wieder tolle, lässige Pisten gemacht, ja, dann freut es die gesamte Planeigruppe.